Hallo meine Lieben und willkommen zu einem neuen Video. Ich nehme euch heute mit auf eine Tour durch unsere Stadt. Und nicht nur das, es sind viele neue Situationen in unserer Stadt und ich habe mir gedacht, die zeige ich euch jetzt einfach mal. Deswegen, ja, wir starten gleich mal beim Güterbahnhof. Christoph war ganz hin und weg, dass ich beim Güterbahnhof was mache. Aber wenn mir eine Situation einfällt... Hallo Freunde, ich habe kein Mikrofon umgehängt, deswegen spreche ich bei Rita ins Dekolleté hinein. Nicht umsonst, dass er kein Mikrofon hat. Gestern Abend war Rita auf einmal beim Güterbahnhof und sie hat dort umgebaut. Ich habe mir gedacht, was ist jetzt los? Aber sie hat was Cooles gebaut. Ihr könnt euch drauf freuen. Christoph sollte eigentlich nur die Einleitung filmen. Naja, also, ich habe hier eine Situation am Güterbahnhof, die ich echt cool finde, also eigentlich ist sie nicht cool, aber eine Situation schon, wenn sie in echt passiert, nicht so. Da fährt nämlich jemand mit dem Gabelstapler und hat Tassen geladen, Minifiguren, Tassen in rosa und in rot und irgendwie hat er aber nicht aufgepasst und deswegen sind hier welche am herausfallen, beziehungsweise sind schon herausgefallen und ihr seht, er sieht auch nicht wahnsinnig glücklich drein, aber ist klar, wenn einem da die ganze Ladung herausfällt. Er hat übrigens auch seinen Helm nicht auf, was ich ja unverantwortlich finde. Also das muss schon so ein Chaot sein, der hier da arbeitet. Dann geht es weiter. Ihr seht, Christoph hat sich nicht mal aufgeregt über meinen Figurenchaos hier am Boden, aber fast gut. Es geht weiter in Richtung Halloween Park, denn da habe ich auch einiges platziert. Genau, auch vielleicht mal ganz nett als Überblick, was so bei uns alles passiert. Hier sind natürlich auch ein paar Figuren platziert worden, jetzt aber nichts wahnsinnig Spannendes. Im Winterdorf wartet mal, ich schalte euch mal das Licht ein. Genau so ist besser. Ist zum Beispiel hier diese Dame, die aus dem Laden kommt gerade und einen Panda-Teddybären gekauft hat. Aber sonst nicht wahnsinnig viel. Hier stehen noch die Leute rum, die eigentlich gar nicht mehr rumstehen sollten. Weil, wieso auch immer, auf einmal bei uns das Eishockeyfeld weg ist. Aber das ist eine andere Geschichte. Hier habe ich auch noch ein paar Figuren platziert. Das ist eine neue Band, ich hoffe, ihr könnt sie sehen, die jetzt im Halloween Park auftritt. Und da ist eine Gitarrenspielerin bzw. eine mit Geige und eine Sängerin dabei. Und die unterhalten hier eben die Leute, die im Halloween Park unterwegs sind. Ah! Und ich war schon ewig lange auf der Suche nach dieser goldenen Teekanne, ich bin auch durcheinander, Teekanne. Und jetzt habe ich sie gefunden, dank euch, also gut, dass wir diesen Rundgang hier machen. Genau, also da sind die Leute dann habe ich hier auch noch die anderen Figuren platziert, wie zum Beispiel die Hexe hier, die irgendetwas braut, also die schüttet da gerade was hinein. Das sind die Halloween-Figuren, die wir 2022 eben uns geholt haben. Und hier ist auch noch eine, die, glaube ich, sich gleich so ein Gläschen von diesem, ja, wie sagt man da, von diesem Gebräu holen möchte. Ich hätte ja da nicht so Lust drauf, da ist eine rote Spinne drin und ein Skelettkopf und weiß ich nicht was. Aber gut, jedem schmeckt etwas anderes. Was wir auch noch platziert haben, das ist dieser junge Herr hier, der ist eben auch noch der letzte Teil von diesen Halloween-Figuren. Ja, der geht einfach durch und erschreckt die Leute oder verteilt auch diese Kürbisköpfe, ich weiß es nicht. Das Mädchen sieht nicht zu begeistert rein. Die ist schon hier gestanden, aber eben der Typ mit, ja, diese Vogelscheuche, der ist jetzt neu bei uns im Gruselpark. So viel zu unserem Gruselpark, da wird sich sicher nächstes Halloween auch noch was tun. Ich habe noch immer vor, dass ich diese fliegenden Kerzen mache. Mal schauen, wie ich das dann wirklich machen kann. Hier auch noch ein paar Figuren, nur so zum Drüberschwenken, damit auch hier die Piratenbucht ein bisschen mehr bevölkert ist. Ihr seht auch in den Booten
sind jetzt ein paar mehr Figuren drinnen. Genau, also die fliegenden Kerzen im Halloween-Park. Ich weiß noch nicht, wie ich das machen soll. Und außerdem muss ich die dann Christoph abzwacken, ohne dass es bemerkt. Also das wird auch noch so eine Geschichte, falls ihr da, er ist leider noch da und hat es gehört. Falls ihr da aber Ideen habt, wie ich das mache, entweder mit dem Abzwacken oder auch mit dem Fliegenlassen von den Kerzen, dann sehr gerne in die Kommentare. Bei Freddy Flintlock sind jetzt auch Leute hier, die etwas konsumieren. Auch nicht wahnsinnig etwas Aufregendes, aber es gehört halt einfach bevölkert. Ihr seht hier, es wird gegessen und getrunken. Also das muss schon sehr gut sein hier vom kulinarischen Aspekt her. Was wir hier auch noch haben, das finde ich ja eine süße Situation, sind diese Eltern hier, die hier unten stehen. Die machen nämlich gerade ein Foto vom Sohn, der oben in diesem Art Karussell oder was auch immer sitzt. Ach, Christoph wird mich wieder rügen. Genau. Jetzt geht es wieder besser. Und da sitzt eben hier oben und die Eltern stehen unten und machen voller Freude die Fotos von ihm. Also gar nicht peinlich. Aber so ist das wohl, wenn man stolze Eltern hat. Die fotografieren dann wahrscheinlich alles nieder. Ich gehe jetzt mit euch noch weiter. Hier hat sich nicht wahnsinnig viel getan im Wohngebiet. Da habe ich nur eine Situation, die ich echt cool finde, nämlich diese hier. Da findet anscheinend gerade ein Date statt oder sollte jetzt dann stattfinden. Und der Herr ist so lieb gewesen und hat wirklich auch einen Blumenstrauß mitgenommen, was ja ich mir auch vielleicht wieder mal wünschen würde. Naja, auf jeden Fall, das Problem ist, dass auf diesem Blumenstrauß eine Biene drauf sitzt und ich glaube ja, vielleicht ist diese Dame auch allergisch auf Bienen, keine Ahnung, auf jeden Fall scheint sie nicht begeistert davon zu sein, dass sie jetzt diesen Blumenstrauß mit der Biene bekommt. Ach, Hedwig zittert auch schon wieder, vielleicht hat er auch Angst vor Bienen. Dann gehen wir weiter. Auch hier hat sich nicht wahnsinnig viel getan. Ein paar Figuren sind dazugekommen, aber jetzt keine super speziellen Situationen, wo ich mir denke, die müsste ich speziell herausheben. Ihr seht hier ein paar Leute, zum Beispiel mit Hund, hier diese Rollschuhfahrende, dieses Rollschuhfahrende Mädchen zum Beispiel. Und auch hier hinten sind endlich ein paar Figuren platziert, was ja, ich schwenke mal runter, nicht immer ganz so einfach ist, dass man da überhaupt hinkommt. Da habe ich Christoph engagiert, dass er sich so weit streckt wie möglich. Und jetzt sind da hinten eben auch noch Figuren, die Wild City unsicher machen. Gut, dann geht es weiter in Richtung Strand, beziehungsweise vorher noch Zoo. Da habe ich diese Dame auch hier platziert. Auf die bin ich stolz, nicht weil sie eine super spezielle Figur ist, sondern weil ich endlich eine Methode gefunden habe, um diese Taschen gut zu verbauen, die was sie da in der Hand hat. Denn es war jetzt immer so, ich schalte jetzt mal das Licht wieder aus, ich glaube, das ist dann besser von der Beleuchtung her. Ja. Diese Taschen sind ja immer offen gewesen, auf jeden Fall bei mir bisher, wenn ich die verbaut habe. Und jetzt habe ich die Hand von der Figur abgenommen, durchgesteckt und eben jetzt so eingezwickt, dass die Tasche wenigstens zu ist, weil sonst haben ja die Taschendiebe leichtes Spiel und das wollen wir natürlich nicht. Was wir im Zoo verbaut haben, ist die Figur mit dem Koala, auf die bin ich auch sehr stolz, die gefällt mir wahnsinnig gut. Da steht eben jetzt so ein Zoo-Mitarbeiter heraus mit dem Koala und ein kleines Mädchen mit Mama ist total fasziniert von diesem Koala und freut sich sehr, dass sie den mal streicheln darf. Verstehe ich vollkommen, Koalas sind auch wirklich, wirklich süß und es freut mich, dass die jetzt auch mit bei uns im Zoo sind. Dann geht es weiter in Richtung von unserem Strand. Da sind zwei sehr, sehr coole Situationen dabei. Nämlich einerseits haben wir jetzt, wir haben ja diese, keine Ahnung, Mexikaner, die Musik machen, hier drüben schon mal verbaut. Also das sind, glaube ich, seine Freunde hier drüben.
oder vielleicht Teil der Familie und keine Freunde, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall die was hier Musik machen und wahrscheinlich eben der Bruder, Cousin oder sonstiges, der verkauft hier drüben jetzt Hüte, wobei es immer der gleiche Hut ist, aber anscheinend macht er trotzdem ein Geschäft. Und ihr seht schon, ein kleiner Junge hat hier schon einen Hut anprobiert und da zahlt wohl der große Bruder gerade ihm so einen Hut. Ist immer nicht schlecht, wenn die Sonne so herunterbrennt, soll man eh einen Hut aufsetzen, nicht wahr? Gegen Sonnenstich und sonstiges. Und dann haben wir noch eine weitere Situation mit einem Teil, das eigentlich in einem Frenze drinnen war. Das Boot jedoch ist eigentlich ein, wie heißt das, Christoph? Die Jetski. Ja, genau, die Jetski, aber aus welcher Serie das ist? Paradisa. Paradisa, danke. Genau, mit einem Paradiser Jetski, der mit einem Friends Bananenboot verbunden ist und dann normale Lego-Figuren verbaut hat. Und ihr seht, dieser Jetski fährt extrem wild, sodass das Bananenboot schon dezent gekippt ist. Und leider dieser Herr, der da oben drauf ist, schon herunterfällt. Die Dame dahinter kann sich gerade noch halten, wer weiß, was da noch passieren wird. Und er hält schon die Luft an. Und glaube ich, er weiß schon, dass es ihn jetzt dann mordsmäßig ins Wasser hauen wird. Und deswegen bereitet er sich da quasi mental schon vor. Ich finde diese Situation ganz nett. Es ist gar nicht so leicht zu filmen. Ups, jetzt haut es mich gleich wieder überall oben drüber und unten drüber. Auf jeden Fall gefällt sie mir recht gut. Ich hoffe, euch auch. Das ist auf jeden Fall mal was anderes. Na, heute haut es mich aber wirklich überall drüber. Bei uns sind manchmal diese Steher recht weit heraus. Und, dann bleibt man immer wieder hängen. Gut, ansonsten, ich bin gerade am Überlegen, ob ich sonst noch etwas verbaut habe für euch, aber ich glaube, dass das eigentlich alles ist. Ein paar Figuren habe ich noch platziert, das ist wirklich aber jetzt das allerletzte. Hier beim Boutique Hotel, da hatten wir nämlich diese Bar und die war bis jetzt nicht bevölkert und da habe ich natürlich jetzt auch einen Barista hineingestellt und eine Dame, die sich hier einen Drink holt, aber das war einfach nur, weil ich mir gedacht habe, eine Bar ohne Barista, das geht natürlich nicht. Genau, so, jetzt aber. So, hier bin ich. Ich hoffe, es haben euch, Christoph lacht da hinten schon, ich hoffe, es haben euch die Situationen gut gefallen. Ich bin heute etwas durcheinander, irgendwie, dass viele überlegen, wo die Figuren stehen und dann auch noch dazu reden. War heute ein bisschen zu viel. Ich glaube auch, weil ich noch keinen Kaffee-Intus habe. Vielleicht auch deshalb. Das werde ich aber jetzt gleich nachholen. Ich hoffe, ihr auch. Und vielleicht baut ihr ja auch ein bisschen Lego und habt ein paar Situationen, die gut bei euch ins Layout passen oder zu irgendeinem Set passen. Falls ihr noch Ideen habt für irgendeine Situation, die bei uns in Wild City hineinpassen würde, dann natürlich bitte sehr gerne, da freue ich mich immer wahnsinnig drüber. Schickt uns einfach eine Idee oder ein Foto, wie es für euch am besten ist und dann finden wir vielleicht diese Situation auch bald in Wild City. In dem Sinne, macht es gut und wir hören uns. Bis bald. Tschüss.